Du und ich, wir sind auf unserer Lebensreise unterwegs. Es ist wie eine Straße, die wir gehen. Und mir ist es wichtig, dass du dir bewusst bist, dass die Straße durch sehr unterschiedliches Terrain führt. Es ist nicht immer alles gleich, sondern es gibt sehr unterschiedliche Landschaften und Wegstrecken auf dieser Straße. Da gibt es beispielsweise Passagen, die sind sehr, sehr hart. Da ist Felsenboden. Das ist ein harter, steiniger Boden. Dann gibt es Passagen, die gehen durch sehr lauschiges, schönes Gelände. Dann gibt es Passagen, da gehst du durch Wüste. Und Passagen wieder durch fruchtbares Land. Manche Streckenabschnitte sind gerade, manche kurvig. Manchmal geht es über den Berg und manchmal durchs Tal. Das ist einfach der Lebensweg, die Lebensreise. Und wenn du mit dem Herrn unterwegs bist, darfst du wissen, dass du ein sehr, sehr gutes Ziel hast. Und das Ziel ist der Grund, weshalb du unterwegs bist. Der Grund, weshalb du auf dieser Straße unterwegs bist. Das Ziel ist die ewige Herrlichkeit beim Herrn. Du bist unterwegs zum Herrn. Du bist unterwegs in deine ewige Bestimmung, wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist. Und das ist sehr gut. Lass dich von der momentanen Situation deines Wegstückes, durch das du gerade gehst, deiner Straße, nicht beeinflussen. Vielleicht gehst du gerade durch Wüstenphase. Ja, es wird irgendwann aufhören und du wirst wieder in besseres Gelände kommen. Vielleicht gehst du gerade auf einem sehr harten, felsigen Boden. Ja, es wird auch wieder besseres Terrain kommen. Geh einfach weiter. Wichtig ist, dass du da nicht siedelst, dass du da nicht hocken bleibst, dass du nicht sagst, das war's jetzt, sondern dass du unterwegs bleibst mit dem Herrn hin in das, was er für dich hat. Hin in das, worum es eigentlich geht. Du bist auf deiner Lebensreise unterwegs in die Bestimmung, die der Herr für dich hat. Und das ist sehr, sehr gut. Sei dir bewusst, es gibt Straßen, die mögen vielleicht fantastisch aussehen, sehr angenehm, sehr bequem sein, aber sie führen nicht in das Ziel, was der Herr für dich hat. Sie führen vielleicht in die Verdammnis, sie führen vielleicht auf eine Klippe zu. Manchmal ist unsere Lebensreise vielleicht ein bisschen eng, ein bisschen kurvig, ein bisschen steinig, aber sie ist die Reise, die dich dahin bringst, wo du eigentlich hin willst und wo der Herr dich haben möchte. Deshalb, geh weiter. Erwarte, dass Besseres kommt, erwarte, dass sich das Terrain ändert, erwarte, dass du zum Ziel kommst. Das ist das Allerwichtigste. Denn Gott hat mehr für dich.